Hallo und herzlich willkommen hier bei Mac. Neben mir steht Gerald Miesbach, Geschäftsführer von der Steamboat GmbH. Hallo. Und wir drehen heute ein Interview. Freut mich sehr, Gerald. Hallo. Hallo, grüß dich. Ja, ich habe ein paar Fragen für dich mitgebracht. Okay. Von mir und aber auch von der Community. Sehr gerne. Du weißt, wir sind sehr transparent. Wir wollen Fragen alle beantworten, soweit es uns möglich ist. Viele Dinge sind natürlich sicher auch unter Umständen zu neugierig. Mal schauen, was du da vorbereitet hast. Okay, dann starten wir doch einfach mal mit der ersten Frage. Die erste Frage kommt vom Justus. Und der Justus fragt, welche Frontaufsätze für die M10 werden kommen? Gute Frage. Okay, das geht gleich in die Tiefe. Also aktuell ist einmal geplant, die M10 auszuliefern mit dem Frontaufsatz, den du kennst, mit drei Schienen links, rechts und oben, mit einem entsprechenden Leuchtkörn. Und woran wir auf jeden Fall arbeiten, ist eine durchgehende Zielfernrohrschiene. Wir haben da eine Mechanik konstruiert, die wiederholt genau erlaubt, das Zielfernrohr in die gleiche Position zu bringen. Also das kommt auf jeden Fall von uns. Und woran wir auch arbeiten, ist so eine Art taktische Front, die ein Schnellwechselsystem hat, wo ich dann entsprechend auch unter Umständen Laserlampe und so weiter gut anbringen kann. Also das ist mal ein Thema. Und was uns halt auch interessiert, ist das Thema Schießsport. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass man in Richtung für den Schießsport, für das dynamische Schießen optimiert, das wir sie auch noch herausbringt. Mhm. Aber das ist noch Zukunftsjahr. Okay, sehr interessant. Außerdem hat der Justus noch eine Frage, und zwar nach den Sehnenstoppern. Und zwar, wird man die auch einzeln kaufen können? Ja, absolut. Wir haben vor, die Sehnenstopper definitiv als Nachrüstkit anzubieten. Sie sind ja auch insbesondere bei den niedrigen Zuggewichten überhaupt nicht sinnvoll oder notwendig. Mhm. Gerade wenn ich sage, ab 35, 55 brauche ich sie gar nicht. Bei 75 mache ich sie vielleicht schon mal Sinn. Und ab 90 würde ich sagen, da kann man sie empfehlen, weil sie wirklich das Material schonen. Mhm. Und was dir die Sehnenstopper auch ermöglichen, ist, dass du mit höheren Zuggewichten trotzdem leichtere Pfeile schießt. Weil natürlich das Problem immer mit leichten Pfeilen und den zu starken Bögen ist, dass zu viel Energie im System bleibt. Das belastet die Sehne, belastet die Endkappen, belastet den Bogen. Und wenn diese Energie aber über die Sehnenstopper rausgenommen wird, ist sie auch nicht belastend. Also das ist auch eine Möglichkeit. Und das ermöglicht natürlich noch flachere Flugbahnen und ist sicher für den sportlichen Einsatz auch spannend. Auf jeden Fall. Und die werden Richtung Sommer kommen und wir werden sie auf jeden Fall einzeln verkaufen. Und da braucht keiner Sorgen haben. Das ist generell unsere Philosophie. Ihr könnt es nachrüsten, ihr könnt es mitwachsen mit unseren Ideen und Erfindungen. Okay, dann nimmst du nämlich direkt schon die nächste Frage weg. Die wäre vom Kevin gekommen. Wann wären die Sehnenstopper verfügbar? Also um den Sommer rum, ja? Um den Sommer herum, richtig, ja. Das ist cool. Der Alex fragt, ob es einen taktischen Repetierknopf geben wird für die Tactical, also dass man noch schneller und besser repetieren kann. Also prinzipiell arbeiten wir immer daran, dass unsere Produkte schneller und besser werden und dass man sie besser repetieren kann. So einen taktischen Repetierknopf für euch zum ersten Mal vielleicht. Kann er uns Ideen schicken? Ihr wisst ja, wir nehmen sehr, sehr gerne Ideen von der Community auf. Also wenn da was Konkretes existiert, lasst es uns wissen, was ein taktischer Repetierknopf ist. Ja, sehr cool. Alex, du hast den Gerät gehört. Ich würde sagen, schreib mal eine Mail. Der Remo fragt, was es sonst noch für Upper geben könnte für die Stinger. Ja, also wir haben ein sehr modulares System, wie ihr wisst. Das wollen wir da auch in unterschiedliche Richtungen weiterentwickeln, habe ich auch immer angekündigt. Ich möchte hier noch mich sehr bedeckt halten. Ich kann euch nur versichern, es wird sehr, sehr geil. Ich denke, Stichwort Multikaliber, was man auch im Waffenbereich als Trend hat, ist sicher was, was uns auch interessiert. Es gibt ja da auch aus der Fanbasis sicher mal entsprechende Entwicklungen. Mhm. Und ich würde mal sagen, abonniert unseren Newsletter, bleibt dran, was da an Uppern und Lowern von uns kommt, wird euch begeistern. Und abonniert Mac, denn da wird's getestet. Der Kevin hat eine Frage noch zur halbautomatischen Stinger. Die wurde einmal erwähnt und er fragt sich, wie da der aktuelle Entwicklungsstand ist. Also wir haben, was das Thema anbelangt, natürlich die Technologie im Haus. Ihr wisst, wir können mit unserer Power Unit Armbrüste bis 300 Pfund spannen. Dann schaffen wir natürlich die 150, die aktuell bei der Stinger das Maximum sind, auch ganz, ganz leicht. Für uns stellt sich natürlich die Frage jetzt nach der Prioritätensetzung. Also mein aktueller, sage ich mal, Hauptfokus ist dieser dynamische Skisport, der auch dich begeistert. Oh ja. Und ich denke, da ist die Faszination einfach, Anstrengung mit dem Schießen zu kombinieren. Ähnlich wie das der Biathlon macht, wie es im Biathlon üblich ist. Und da denke ich, passt gerade dieses manuelle Spannen einfach richtig, sehr, richtig gut in das Konzept. Absolut, ja. Und darauf haben wir uns auch fokussiert. Und ich denke auch, die nächsten Entwicklungen, die kommen, sind in erster Linie mal das zu verbessern. Mhm. Wir haben die Technologie im Haus. Wann wir es umsetzen, wissen wir nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die immer da ist. Also ihr müsst abonniert bleiben. So viel ist sicher. Eck fragt, ob es eine Mini-Version vom Fenris geben wird. Hängt, denke ich mal, ab von der
Gesetzgebung, die sich in Deutschland entwickelt. Mhm. Wenn wieder erwarten, doch Armbrüste stärker reglementiert werden, wird natürlich der Bedarf größer. Dann denke ich, werden nicht nur wir, sondern vielleicht auch andere Firmen daran arbeiten. Aktuell wollen wir uns auf jeden Fall sehr stark auf die Stinger und auf diese gesamte Plattformentwicklung konzentrieren. Mhm. Aber man kann bei Stimo niemals nie sagen, wir sind ein sehr agiles, dynamisches Unternehmen mit einer taffen Konstruktionsmannschaft. Also wenn wir sowas umsetzen wollen, würde es sicher auch schnell gehen. Sehr schön. Johannes hat eine Frage, und zwar, er findet diese Cleaning Mats sehr cool und würde sich eine Cleaning Mat von der Stinger wünschen. Oder von Mac, aber die Frage geht dann an mich. Erstmal zur Stinger. Also ich bin ja persönlich ein Reinigungsmuffel und auch meine persönliche Glocke eher einen Geschirrspüler als in die richtige Waffenreinigung. Gerade bei der Stinger sehe ich halt nicht wirklich, warum man da jetzt viel putzen oder machen sollte. Ich verstehe das Bedürfnis, aber aktuell, muss ich zugeben, haben wir da nichts geplant. Ja, so ähnlich ist tatsächlich auch meine Meinung. Also es freut mich natürlich, dass du da etwas von Mac erwerben möchtest. Aber ich sehe da tatsächlich für die Stinger nicht so den Bedarf. Ich selbst mache das alles im Stand und wenn überhaupt und brauche deswegen das nicht. Und dann wäre es eigentlich Blödsinn, wenn es sowas von Mac gibt, was Mac nicht mal selber nutzt. Der Magnus fragt, was du von gedruckten Seitenplatten für die Stinger hältst. Naja, also eine Sache möchte ich gleich mal vorweg sagen. Unsere Seitenplatten sind sehr sicherheitsrelevante Bauteile. Mhm. Wenn die Seitenplatten brechen, kann eine unbeabsichtigte Schussabgabe passieren. Mhm. Und daher, das ist ein Thema, wo ich ganz klar sage, hier ausschließlich Original-Steamboat-Teile. Sonst übernehmen wir absolut keine Verantwortung oder Haftung für das Produkt. Gerade die Seitenplatten sind wirklich sicherheitsrelevant. Und da wäre ich persönlich nicht für Spielereien zu haben. Ja, also bei der Tactical verstehe ich dich voll und ganz. Was ist denn mit meiner Compact zum Beispiel? Ja, auf der Compact natürlich sind die Seitenplatten irrelevant, sind dort ausschließlich, ich sage mal, optisch, ja, einfach Deko. Da kannst du das natürlich machen. Die Gefahr, die ich halt einfach sehe, ist, die muss ja nicht in der Compact bleiben. Ja, aktuell ist es eine Compact, du weißt, das kann man zack, zack, zack umwechseln. Und wenn dann jemand das Ding in eine Tactical umwandelt und die gleichen Seitenplatten weiter benutzt, weil das die einzigen sind, die gerade da sind, dann hast du genau dieses Problem. Ja. Und gerade unsere Seitenplatten haben einen extrem hohen Glasanteil. Ja. Also das ist sicher nichts, was man aus dem 3D-Drucker einfach mal so nachmachen kann. Okay, also Leute, aufpassen an der Stelle. Bitte nur für die Compact oder halt für eine Survival ohne Spannstangen. Und passt. Oder eine aufwendige Konstruktion, wenn man da, keine Ahnung, Metallteile verbaut oder das ein bisschen aufwendiger macht, geht das sicher. Also ich will nicht sagen, nur Steamboat kann Seitenteile bauen, aber es darf auf jeden Fall nicht einfach was aus dem 3D-Drucker sein, weil ihr müsst wissen, wenn die Seitenplatten weggehen und die Spannstange gerade fast die Sehne ins Schloss gehoben hat, boom, das ist nicht gut. Das stelle ich mir nicht ganz so angenehm vor, wenn ich nachlade und... Könnte man sich in den Fuß schießen. Das wäre unschön. So, das wären die Fragen aus der Community gewesen. Und ich habe aber auch selbst noch ein paar Fragen und ich hoffe, du kannst sie mir beantworten. Sehr gerne, Malte. Ich habe gehört, es gibt das K2 oder wird das K2 geben. Ich habe es im Video zur SHOT Show gesehen. Ja. Wann kommt das K2? Also das K2 kommt gemeinsam mit unserem neuen Survival. Wir werden auch die neu auflegen. Ja. Für den deutschen Markt vielleicht das Enttäuschende, werden sie ohne Seitenspannstangen ausliefern. Mhm. Die neue Survival ist wirklich eine zerlegbare Jagdarmbrust. Mhm. Und wird auch das Gesamtpaket ausgeliefert und da braucht es natürlich auch ein Jagdmesser dazu. Ja. Und daher wird das gemeinsam mit unserer neuen Survival Richtung Sommer erscheinen. Und die neue Survival habe ich auf der SHOT Show hergezeigt. Mhm. Also die ist wirklich einfach als Jagdarmbrust konzipiert, zwar als ultraleichte, super kleine Jagdarmbrust, aber einfach nicht als Sportgerät, wie das jetzt in Deutschland wäre. Daher, wenn ihr eine Einzelschuss-Survival haben wollt mit Spannstangen, letzte Gelegenheit, eine zu kriegen. Guter Hinweis. Ja. Ich habe ja im M10-Video schon den neuen Schaft und den neuen Griff gezeigt. Wird es diese Teile auch in den Farben des Color Kits geben oder nur in Schwarz? Also das ist jetzt einfach noch zu früh. Wir werden mit Sicherheit vielleicht ein oder zwei Sonderfarben anbieten. Mhm. Wir denken auch sehr darüber nach, vielleicht einmal Camouflage in unser Portfolio aufzunehmen. Also da kommt vielleicht was Spannendes. Ich würde sagen, abwarten. Aktuell wird es sicher mal nur in Schwarz geben. Und auch, ich sage mal, dieses Jahr nur in Schwarz, aber vielleicht nächstes Jahr, dass wir unsere ganzen neuen Teile inklusive Sehnendämpfer auch in Color-Kit-Farben anbieten, ist sicher eine Möglichkeit. Okay. Ich hätte noch eine Frage zu dem Schaft und dem Griff. Ja? Gibt es da schon eine ungefähre Preisvorstellung? Ich glaube schon, aber ich bin ja nicht vom Vertrieb. Ich möchte auch nicht reingrätschen. Okay. Einfach mal geduldig sein, abwarten. Okay. Wir werden, sobald wir das Produkt vorstellen, auch entsprechend über den Preis reden. Okay. Jetzt hast du mir eben schon fast eine Frage vorweggenommen. Und zwar, wird es neue Color Kits geben, insbesondere vielleicht auch ein Camouflage? Ja, die Frage haben wir gerade. Ja, ja, also ich denke darüber nach. Ich persönlich liebe Camouflage. Mhm. Und ich weiß, dass ganz viele von euch auch Camouflage lieben. Und daher ist das sicher ein Thema. Wir müssen uns natürlich entscheiden, was. Mhm.
mein persönlicher Favorite wäre Multicam. Mhm. Aber ja, vielleicht hilft uns da auch die Community dazu. Vielleicht können wir eine Umfrage machen oder irgendwas. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema, das mir am Herzen liegt und an dem arbeiten wir. Okay, ihr habt es gehört. Also schreibt es mal in die Kommentare. Meine Lieblingsfarbe ist, glaube ich, klar. Multicam ist schon mal richtig. Für mich gerne Black Multicam. Jetzt hätte ich noch eine Frage zum Red Dot. Ich habe ja aktuell das HS510C drauf. Was ist dein Lieblings-Red Dot für dieses Dinger? Ja, exakt. Holosun HS510C. Geiles Ding. Ist natürlich preislich eine Hausnummer. Ja. Allerdings aus der Waffenwelt weiß man, die Optik darf so viel kosten wie die Waffe selbst. Unsere M10 wird 3,69 kosten, inklusive zwei Magazine. Und ein 400 € Holosun ist ja da nicht so obszön. Ja, das passt ja schon zusammen. Ja. Das passt, und ich denke, gerade wenn man das dann als dynamischen Skisport macht und wirklich Gas gibt und regelmäßig trainiert, dann amortisiert sich auch der Vorteil, den man von der Optik hat. Und du hast ja selbst im Einsatz, das ist einfach eine andere Liga. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was es so um 50 oder weniger Euro einfach gibt. Also wenn man mehr Gelegenheit hat, durch sowas mal durchzuschauen, vielleicht irgendwo auf einer Consumer-Messe oder so, macht's das mal. Es ist echt ein Augenöffner, was möglich ist mit einer coolen Optik. Ja, auf jeden Fall. Dann hätte ich jetzt eigentlich nur noch eine letzte Frage. Und zwar, auf was dürfen wir uns denn im Jahr 2024 freuen? Auf ganz, ganz viel. Aber was ist genau ist, das ihr werdet ihr erfahren, wenn ihr hier da bleibt. Sorry, nein, da möchte ich nicht so viel spoilern. Es soll ja auch spannend bleiben. Mhm. Und lasst euch überraschen. Coole Sachen. Okay. Ja, das freut mich. Das waren schon mal sehr viele Antworten. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit den Antworten. Ich bin es auf jeden Fall und bin sehr gespannt, was noch für 2024 kommt. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Interview. Ja, vielen Dank, dass du mir die Antworten gegeben hast. Gerne. Und bis später. Bis bald. Ciao. Ciao.